Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der frischen Filmreihe hier bei Fred Carpet. Wie ich euch im vergangenen Video bereits erzählt habe, soll sich dieses Jahr einiges hier bei Fred Carpet ändern, was auch die Art der Videos, die hier in der frischen Filmreihe herauskommen, betrifft. Das bedeutet, ich werde nur noch selten über einzelne Filmreviews bzw. über gezielt einzelne Filme sprechen und die ganz normalen Reviews, das Tagesgeschäft sozusagen, im Podcast abhandeln. Also da direkt meine Info. Schaut unbedingt mal bei Fred Carpet vorbei und dort in den Frische Filme Podcast rein, denn da habe ich vor allen Dingen diese Woche einige hübsche Filme besprochen, unter anderem Pieces of a Woman, der jetzt bei Netflix online ist, und es gibt auch demnächst wieder schöne neue Reviews, und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und hier dieses Format wird ab sofort dafür da sein, dass ich mit Specials, Rankings, Top Tens und so weiter ja einen kleinen persönlichen Einblick in meine Filmvorlieben und generell einfach biete in die Welt des Films. Und möchte das Ganze ein wenig persönlicher gestalten. Und da habe ich mir überlegt, wie soll ich anfangen? Und meine Wahl ist auf einen kleinen Genrestreifzug gefallen. Denn ich habe mir überlegt, um uns besser kennenzulernen, wer weiß, wie viele neue Zuschauer da draußen mittlerweile sich so verirrt haben hier in diesem Kanal, möchte ich die nächsten Ausgaben über ganz viele verschiedene Genres sprechen, meine persönlichen Lieblingsfilme aus den Genres vorstellen und generell ein bisschen über das Genre plaudern. Und mit welchem Genre könnte ich besser anfangen als mit dem Horrorfilm? Und als ich überlegt habe, was sind meine 10 liebsten Horrorfilme, ja, bin ich tatsächlich nicht wirklich weit gekommen an dieser Stelle, denn ich habe mir überlegt, eigentlich, um das Genre angemessen vorzustellen, muss man das splitten. Und das habe ich gemacht und habe mir meine 10 liebsten Horrorklassiker und meine 10 liebsten modernen Horrorfilme rausgesucht. Und möchte direkt bei Horrorklassiker anmerken, ich bin da nach der Zeit gegangen und nicht unbedingt danach, was heutzutage wirklich ein Klassiker ist, wobei das in der Regel Hand in Hand geht. Aber es ist ein Film dabei, von dem weiß ich, dass die meisten diesen Film nicht kennen, und deshalb wollte ich ihn unbedingt vorstellen. Da er aus den 80ern ist, habe ich ihn hier eben in die Horrorklassiker-Ecke gepackt und nicht in die modernen Horrorfilme. So viel als Disclaimer. Ich hoffe sehr, dass euch das Ganze Spaß macht, und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr am Ende des Videos eure persönlichen Top 10 Horrorklassiker niederschreibt in die Kommentare. Und damit genug des Vorgeplänkels, und nun fange ich an mit meinem Platz Nummer 10. Ich beginne meine Top 10 mit einem tatsächlich wirklichen Horrorklassiker, der das Genre geprägt hat, maßgeblich, der ein ganz neues, ja, heutzutage wohl als Subgenre bekannte Filmgattung auf den Weg gebracht hat. Und deshalb habe ich auf Platz 10 Blutgericht in Texas, der hierzulande mittlerweile, das war damals so der deutsche Titel, mittlerweile ist der Film auch hierzulande eher unter dem Titel Texas Chainsaw Massacre bekannt und hat die Figur des Leatherface, damals gespielt von Gunnar Hansen, weltberühmt gemacht und generell dieses, ja, Terror-Kino der 70er Jahre so auf den Weg gebracht. Das ist gekommen oder kam nachträglich auch noch mit so Sachen wie Das letzte Haus links um die Ecke beispielsweise, und generell so dieser sehr, sehr dreckige, dieses sehr, sehr dreckige Horrorfilmerlebnis, das nichts mit, also das nicht auf eine positive Art und Weise dieses Angewidertsein provoziert, sondern wirklich sehr negativ ist. Sehr in die Magengrube trifft und tatsächlich recht realistisch daherkommt, was die Stilmittel angeht. Das war quasi der Film, oder Blutgerecht in Texas war quasi der Film, der das Ganze so auf den Weg gebracht hat. Und gleichzeitig, das hat man jetzt gerade mit der Neuveröffentlichung des Films nochmal wieder mitbekommen, der Film war sehr, sehr lange hierzulande indiziert. Jetzt ist er vor ein paar Jahren neu rausgekommen und hat direkt eine Altersfreigabe ab 16 bekommen, woran man auch so ein bisschen den sich ändernden Zeitgeist und die Bereitschaft sieht, Gewalt zu konsumieren. Und das Interessante an Blutgericht in Texas, der ja einen wirklich sehr schlimmen Ruf damals hatte, und wenn man sich den Trailer von damals anschaut, wo so Sätze drin vorkommen wie ein Film, nachdem sie nach 20 Minuten hoffen werden, dass er vorbeigeht, was man durchaus unterschiedlich auffassen kann, das ist sozusagen, da hat sich eine Mythe und eine Legendenbildung drum ergeben, die
Ja, letzten Endes gar nicht so viel mit der in Wirklichkeit gezeigten Gewalt zu tun hat. Blutgericht in Texas ist so gesehen kein klassischer Splatterfilm, wo also wirklich sehr explizit gemeuchelt, gemordet, gefoltert und so weiter wird, sondern wirklich ein sehr reduziert inszenierter Terrorfilm eigentlich, bei dem man gar nicht so viel sieht. Also es gibt die berühmte Szene, wo eines der Opfer von dem Killer an einen Fleischerhaken gehängt wird und man möchte wahrscheinlich sofort sagen, ja, stimmt, das sieht man in dem Film, tut man aber gar nicht. Sehr, sehr viele Szenen, die insbesondere oder die die Brutalität dieses Films irgendwie angeheizt haben, diesen markanten Ruf dieses Films angeheizt haben, die gibt es in dem Film gar nicht, sondern sie ist ein Resultat aus dem, was sich unser Kopf zusammenspinnt, weil der Film eben von Tobe Hooper wahnsinnig intelligent inszeniert wurde. Mit intelligent meine ich, dass er es eben geschafft hat, die wirklich brutalen Details dem Zuschauer zu überlassen. Und das, was er wirklich an Gewalt zeigt, ist gar nicht so morbide. Das hat man jetzt eben anhand der neuen FSK-Begründung gesehen. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Denn wenn man, egal wahrscheinlich, wen man heutzutage noch fragt, der sich lange nicht mehr mit dem Film beschäftigt hat, der würde wahrscheinlich sagen, ja, Texas Chainsaw Massacre, dieser wirklich wahnsinnig brutale Film. Und das ist er gar nicht. Und trotzdem schafft er es eben durch das, was er zeigt, durch diese subtilen Andeutungen wirklich in die Magengrube zu treffen, wirklich sehr, sehr unbehaglich und beklemmend zu sein. Und das Ganze funktioniert über eine durchaus minimalistische Story, in dem eben eine Gruppe von Jugendlichen ein ja abseitig gelegenes Haus aufsucht, wo eben eine Killerfamilie lebt. Das Ganze inspiriert, lose inspiriert von einem wahren Serienmörderfall. Und dann nimmt das Ganze eben seinen blutigen Lauf. Ist erzählerisch, wie gesagt, gar nicht so außergewöhnlich. Der Film besticht jetzt nicht wirklich durch seine komplexe Geschichte oder durch eine irgendwie clevere Geschichte. Aber der Film hat eben wahnsinnig viele ikonische Momente und zeigt einfach, wie, ja, die vielen verschiedenen Wirkungsweisen des Horrorfilms. Es gibt den einen oder anderen Jumpscare. Es gibt aber eben in erster Linie diese unfassbar unangenehme Atmosphäre, über die der Film punktet, mit ganz, ganz widerlich dreckigen Bildern. Also hier war nichts mit ästhetischen Spielereien, sondern man hat das gezeigt, was eben da war, die nackte Gewalt, beziehungsweise ja, diese nackte Angst, diese nackte Panik und das Ganze auch nicht mit diesen typischen Stilmitteln, die man später in der Remake-Phase Anfang der Nullerjahre hatte. Da waren keine gut aussehenden Leute irgendwie vor der Kamera, kein ja, stilistisch hochwertiges Ausschlachten der Gewalt, sondern es war eben dieses ganz haptische, dieses ganz plastische und unverfälschte. Und das ist eben etwas, was Texas auf den Weg gebracht hat. Ist für mich kein Film, der im klassischen Sinne Spaß macht. Selbst Horrorfilme können ja ihren oder machen ja in ihrer gewissen Inszenierung einen Spaß, selbst wenn es darum geht, dass sie halt eben Gewalt und Brutalität zelebrieren. Texas ist keiner dieser Kandidaten, der jetzt den man unbedingt reinmacht, wenn man sagt, so, ich möchte jetzt einen klassischen, spaßigen Horrorfilm Abend irgendwie haben. Aber er ist eben historisch sehr, sehr interessant und halt eben erzählerisch, inszenatorisch wirklich sehr clever gemacht. Und ja, deshalb für mich auf Platz 10 Texas Chainsaw Massacre. Und ist dann aber auch, glaube ich, direkt der brutalste Kandidat unter meinen Horrorklassikern. Aber ich denke, wer den noch nicht gesehen hat und sich generell für die Geschichte des Horrorfilms und Horrorfilmmechanismen interessiert, der sollte sich Texas Chainsaw Massacre, den man mittlerweile auf DVD, Blu-ray und auch als VOD auf diversen Streaming-Plattformen erhältlich ist, sollte sich den auf jeden Fall mal zu Gemüt führen. Auf Platz 9 haben wir nun einen Kandidaten, der in eine komplett andere Richtung geht, nämlich Das Omen von Richard Donner. Ein Film, der ebenfalls ein gewisses Subgenre so gesehen auf den Weg gebracht hat, wahrscheinlich ohne das in irgendeiner Form zu beabsichtigen. Aber Das Omen war so mit einer der ersten Filme, die halt ein böses Kind ja eben in den Mittelpunkt gerückt haben und dieses vermeintlich unbefleckte, harmlose eben das Kind zum Antagonisten ausgebaut haben, was im Laufe des Films auch eben gar nicht mit so brachialen Mitteln geschieht. Man wird das jetzt noch merken. Die meisten Filme in diesem Ranking
funktionieren tatsächlich eher auf so subtile oder über subtile Inszenierungsmechanismen, Erzählmechanismen. Und das finde ich sehr spannend, so als Vergleich zu sehen zwischen den Filmen, die in diesem Ranking stattfinden und den Filmen, die im nächsten Top 10 Horrorfilm-Ranking stattfinden werden. Und das Omen war einer oder ist einer dieser Filme, die mit einer sehr schleichenden Dramaturgie ein sehr schleichendes Grauen heraufbeschwören, der ebenfalls über sehr einfache Mittel funktioniert. Wir haben eine ja eigentlich harmlose Familiengeschichte so gesehen, die sich immer weiter umdreht, eben hin zum Horrorkino, wenn sich nach und nach herausschält, dass der kleine Spross der Familie, die hier im Mittelpunkt steht, offenbar düstere Fähigkeiten hat, beziehungsweise in der Lage ist, in seinem Umfeld düstere Gedanken freizusetzen. Ich erinnere mich dann nur an diese ikonische Szene von der jungen Frau, die sich mit einem Galgen um den Hals von einem Haus stürzt und sich eben vor den Augen des kleinen Jungen erhängt. Und das sind so diese Momente, in denen halt so Bilder im Kopf bleiben über viele, viele Jahre. Da ist das Omen mit dieser Szene auf jeden Fall bei mir ganz vorne mit dabei. Und das wirklich Makabere an diesem Film und so dieser typische Horrorfaktor ist für mich immer das gewesen, dass man halt dieses vermeintlich unschuldige Wesen hat, das aber eben mit dem brachialen Bösen konfrontiert wird und eben, wie sich nach und nach herausstellt, selbst Urheber davon ist. Und das ist eben auch dieses Spiel, das Horrorkino oder dass das Horrorkino ja generell gerne macht, dieses Spiel von Gegensätzen und Böses und Grauen und Brutalität gerade dort zu platzieren, wo man das eigentlich überhaupt nicht erwartet. Und da könnte man jetzt auch noch so Kandidaten nennen, wie beispielsweise Amityville Horror, wodurch das ja kam, auch dieses ja, Haunted House Kino. Also irgendwann hat man auch oder haben die Horrorfilme auch vor der heimischen Idylle nicht mehr Halt gemacht, wenn es darum ging, dass Böses und Grauen und fiese Monster eben auch in den eigenen vier Wänden plötzlich aufgetaucht sind. Da war The Amityville Horror der allererste. Es gibt ja ganz, ganz viele Remakes, die alle ganz, ganz furchtbar sind. Aber der allererste, der hat das so mit auf den Weg gebracht. Es kamen auch mit Poltergeist noch ein paar Kandidaten dazu. Und das Omen gehört eben mit dazu zu diesen Filmen, wo man sagt, okay, wir haben hier ein Horrorszenario und es findet eben auf den Schultern einer Person statt, von der man das nie denken würde. Und das macht es natürlich gerade im Anbetracht dieses Jungen, der eigentlich, wenn man mal so die allerletzte Szene von der allerletzten Szene absieht, der eigentlich wirklich, ja, nichts Böses an sich hat und je mehr sich aber eben herausstellt, dass in ihm etwas ziemlich Böses schlummert, desto unheilvoller wird seine Aura und desto ungemütlicher werden die Szenen mit ihm. Und das ist für mich, das Omen ist so ein typischer Slowburner, der sich gar nicht so sehr auf klassische Horrorfilm-Inszenierungsmittel stützt. Wir haben nicht so viele Jumpscares. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche haben. Da haben wir mit dem Omen aus 2006, wo der Film ja nochmal geremaked wurde, haben wir so einen komplett anderen Kandidaten, haben da dann eben quasi im Grunde die Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre-Version von Das Omen, weil auch hier hat man eben ein Hochglanz-Remake vorgelegt, wo man sich dann doch mehr so auf die Schockeffekte gestürzt hat. Brutal ist an Das Omen, an dem Original überhaupt nichts, wird im Remake auch wieder so angereichert durch ganz morbide Traumsequenzen. Das braucht der Film alles gar nicht. Wir haben hier wirklich ein sehr klassisches, ja, Familiendrama trifft eben Horrorfilm und da ist das Omen wirklich ein perfektes Beispiel, wie hier auch sich verschiedene Genres gegenseitig befruchten. Deshalb für mich auf Platz 9 Das Omen, kann man sich ebenfalls mittlerweile auf ganz vielen Plattformen und natürlich auf DVD und Blu-ray anschauen. Auf Platz 8 haben wir einen weiteren Kandidaten aus dieser Gruppe, nämlich auch hier Drama gepaart mit Horrorfilm und ein Kind spielt eine Rolle. Die Rede ist von Rosemary's Baby, den niemand geringerer als Roman Polanski inszeniert hat. Auf die privaten Diskussionsgeschichten rund um Roman Polanskis Persona möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen, das können andere machen. Aber wenn man sich halt Roman Polanski und seine Vita als Regisseur und generell so sein Œuvre, seine Arbeit einfach anschaut, dann ist es schon interessant, dass er sich immer wieder auch ans Horrorkino gewagt hat. Das haben viele andere Regisseure, die halt so große Namen haben und die halt wirklich so als Regie-Ikonen in die Geschichte eingegangen sind, nicht gemacht. Man hat ja, oder das Horrorkino hat immer so etwas leicht Schmuddeliges gehabt.
Gar nicht unbedingt wegen der Filme an sich, sondern eher durch die Medienrezeption, die sie erfahren haben. Und deshalb haben sich viele Regisseure nie so richtig ans Horrorkino herangetraut. Und Roman Polanski war und ist aber einer von denen, die bis jetzt immer wieder die Faszination des Horrorfilms greifen konnten und eben verschiedene Horrorfilme inszeniert haben. Und Rosemary's Baby ist wahrscheinlich sein bekanntester. Ja, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie eben auch das Omen. Wir haben eine eigentlich durchaus idyllische Familiengeschichte. Frisch verheiratetes Ehepaar freut sich auf den ersten Nachwuchs. Doch so nach und nach begreift eben die werdende Mutter Rosemary, dass irgendetwas mit ihrem Kind nicht stimmt, beziehungsweise dass sich ihr Umfeld, ihr Ehemann und auch generell so die Leute, mit denen sie verkehrt, dass die sich nach und nach verändern, dass die merkwürdige Wesenszüge an den Tag legen und dass das irgendetwas mit ihrem Baby zu tun hat und sie sich davor auch nicht verstecken kann. Es gibt diese wahnsinnig beklemmende Traum. Ja, so Wachtraumsequenz, in der sie das erste Mal mit einem furchtbaren Wesen konfrontiert wird, was sie als der Teufel interpretiert. Und fortan ist diese ganze Stimmung eben sehr paranoid verseucht und man merkt wirklich die Angst von Rosemary um ihr Baby, aber auch um ihre eigene Sicherheit und auch hier wieder um die Idylle, die sie sich ja eigentlich aufgebaut hat. Und es ist auch ein Film, der über eine sehr schleichende Spannung eben funktioniert, der auch hier nicht auf große Jumpscares setzt und auch gar nicht so viele markante Szenen eigentlich hat, bis auf die eine, die ich gerade erwähnt habe. Aber wer sich einmal Rosemary's Baby angeschaut hat, der wird einfach nicht vergessen, wie stark dieses Familienthema und dieser Wille nach Harmonie und so weiter eben diesen Horrorfilm dominiert und desto schwerer wiegt es einfach, wenn diese Idylle nach und nach zerstört wird. Und sollte man sich auf jeden Fall anschauen, Rosemary's Baby, ein ganz großes Highlight, der auch zu einem großen Anteil fast so ein gewisses Kammerspiel-Flair an den Tag legt, weil sich die Handlung in erster Linie auf die Wohnung der beiden bezieht und da auch dann diese Enge, die halt eben dadurch besteht, dass man eben nur diese Wohnung hat, die sehr, sehr gut das Ganze unterstreicht, auch dieses sich gefangen fühlen und dass eben die Mutter Rosemary hat. Das kann Roman Polanski alles wirklich sehr, sehr gut hier inszenieren, beziehungsweise hat er alles sehr, sehr gut inszeniert. Deshalb möchte ich euch Rosemary's Baby, ebenfalls DVD, Blu-ray, VOD, wärmstens ans Herz legen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass sich an diesen Film bislang noch niemand herangewagt hat. Es gibt zwar eine Serienadaption von Rosemary's Baby, was ich sogar nachvollziehen kann, weil dieser ganze Prozess des Schwangerseins, je näher die Geburt rückt, desto mehr merkt sie, dass irgendetwas im Argen liegt in ihrer Familie. Und das kann man, glaube ich, in einer Serie, ohne dass ich sie gesehen habe, ganz gut ausspielen, diesen eben, wie gesagt, schleichenden Prozess. An ein Filmremake hat sich bislang noch niemand gewagt, was ich sehr interessant finde. Mittlerweile wurde eigentlich so ziemlich jeder Horrorfilm-Klassiker geremaked. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie lange wir darauf noch warten müssen. Brauchen tun wir es natürlich nicht, aber es ist natürlich immer spannend, was andere Regisseure mit einer Vorlage vorhaben. Daher auf Platz 8 Rosemary's Baby. Schaut ihn euch unbedingt mal an, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und auf Platz 7 habe ich nun den einen Film, von dem ich gesagt habe, dass er gar nicht so richtig in die Horror-Klassiker-Ecke passt, weil ihn kaum Leute kennen. Deshalb kann er sich so gesehen, er hat sich höchstens in Hardcore-Horror-Liebhaber-Fankreisen ein Standing aufgebaut, aber er hat so eben den Mainstream nicht erreicht. Hierzulande ist er auch ausschließlich auf DVD erhältlich. Also da muss man mal gucken, ob man ihn irgendwie, ich glaube auf iTunes ist er auch noch als Download abrufbar, aber er ist generell, hat wie gesagt den Mainstream nie so richtig erreicht und es ist relativ schwer, euch den Film, glaube ich, schmackhaft zu machen, weil man am besten nicht so viel über ihn wissen sollte. Die Rede ist nämlich von Die Horror Party. Im Original April Fool's Day kam so im Fahrwasser der ganzen Horrorfilme, die sich irgendwelche Feiertage vorgenommen haben, um an diesem Tag dann das Grauen zu entfesseln. Valentine's Day, Mother's Day, Halloween natürlich, Christmas Day, also all diese Sachen, all diese Feiertage haben ja nun mal ihren eigenen Horrorfilm bekommen. Und April Fool's Day, also der 1. April, auch. Und die Horrorparty ist so ein bisschen oder ist so eine der ersten, das Horrorgenre auch so ein bisschen hops nehmende Horrorkomödie,
die sich gar nicht so wirklich, also wird so vermarktet als ein typischer Kandidat der Slasher-Ära. Aber so was sich mit der Zeit entspinnt, das passt dann eigentlich fast schon eher in die späten 90er, als so Wes Craven mit Scream das dato tote Horrorgenre langsam wiederbelebt hat. Und das ist eigentlich alles, was man über den Film wissen sollte. Er hat eine typische Slasher- oder Teen-Slasher-Situation, die er hier auf den Weg bringt. Eine Gruppe von jungen Erwachsenen möchte ja den April Fool's Day gemeinsam verbringen, beziehungsweise da ein paar Tage gemeinsam einfach Urlaub machen. Und irgendwann fängt eben an, ein Killer umzugehen und die Teenies nach und nach niederzumetzeln. Und unter dieser Prämisse sollte es eigentlich reichen, sich die Horrorparty mal angucken, wenn ich eben hinten, sich mal anzugucken, wenn ich hinterher schieße, dass letzten Endes eben nicht so ist, wie es scheint. Und damit habe ich euch hoffentlich auf den Geschmack gebracht, euch die Horrorparty mal anzuschauen. Und ich glaube, das ist irgendwie so, oder das ist so einer der Filme, um die sich zu Recht, oder die, um die sich zu Unrecht kein klassischer Horrorfilmkult etabliert hat. Deshalb schaut ihn euch unbedingt an. Die Horrorparty, wirklich ein sehr interessanter Beitrag, mit dem ihr auch immer punkten könnt, wenn es mal darum geht, ey, kannst du mir einen Horrorfilm empfehlen, den man noch nicht kennt? Die Horrorparty ist da, glaube ich, ein ganz guter Kandidat. Kommen wir jetzt aber zu einem wirklichen Horrorklassiker, den, glaube ich, jeder gesehen hat, selbst wer nicht so mit dem Horrorfilm per se da nicht so die Anknüpfungspunkte mit an den eigenen Geschmack hat, der sollte sich oder hat sich sicherlich auch diesen Film irgendwann mal angeguckt, weil er eben, wenn man so überlegt, was sind die fünf größten Horrorfilme, dann sollte der oder ist der in der Regel dabei. Die Rede ist von Halloween von John Carpenter. Auch hier na ganz viele Sequels gefolgt und ein wirklich gelungenes Remake im Jahr 2018, wobei das ja kein klassisches Remake ist, sondern der Film auch an die Ereignisse aus Halloween 1 und 2 anknüpft. Aber hier neu auf den Weg gebracht für ein modernes Publikum. Und aber hier geht es eben um den Klassiker von John Carpenter. Und mit so ein bisschen auch der Wegbereiter für die typischen Horrorfilm-Ikonen, von denen es auch in diesem Ranking noch zwei weitere geben wird. Mit Ikonen neben Michael Myers waren das immer auch Leute wie Jason Voorhees, wie Freddy Krueger, wie der Candyman, wie Hellraiser, später dann auch so Figuren wie Jigsaw dazugekommen oder Ghostface. Und das sind eben die Filme oder die Horror-Ikonen, die ein ganzes Genre geprägt haben, wo nach und nach eben Killerfiguren zu ikonischen Antihelden aufgebaut wurden, beziehungsweise Antihelden ist ein bisschen zu hoch gegriffen, einfach so zu ikonischen Schurkenfiguren. Aber insbesondere bei Freddy war es ja auch so, dass der nie so dieses typische Schurkenbild so ausgefüllt hat. Er war zwar der Killer, aber hatte immer einen frechen Spruch auf den Lippen und deshalb ist aber auf jeden Fall Halloween hier an dieser Stelle dabei, weil er eben so mit der Erste war, der das gemacht hat. Nicht dabei, kann ich jetzt schon sagen, ist unter anderem Jason, weil ich so mit den Freitag der 13. Film nie so richtig was anfangen konnte. Da fand ich die ganze Atmosphäre in Halloween und auch den Humor in Freddy bzw. Nightmare on Elm Street einfach interessanter. Und John Carpenter hat es hier bei Halloween eben geschafft, mit einer sehr einfachen Geschichte, aber insbesondere mit einer sehr einprägsamen Inszenierung einen Klassiker für die Ewigkeit zu schaffen. Es gibt eben dieses ganz markante instrumentale Motiv, das immer dann auftaucht, wenn Michael in der Nähe ist. Und es ist generell sehr interessant, auch hier, wie die Wahrnehmung einem so ein bisschen den Streich spielt, weil Halloween eben ein Film ist, der auch sein Grauen so ganz, ganz langsam entwickelt und eben nicht der von Anfang an voll auf die 12 gehende Slasher-Film ist. Ich tue mich sowieso so ein bisschen schwer, Halloween als Slasher-Film zu bezeichnen. Dafür ist das Gekröse nicht das, was irgendwie in Halloween so im Mittelpunkt steht, sondern eine knappe Stunde geht es eben einfach nur darum zu beobachten, auf der einen Seite, wie die Figur von Jamie Lee Curtis ihrem Alltag als Teenager und Babysitter nachgeht und diese ganze Halloween-Atmosphäre aufzusaugen an diesem Ende Oktober, dieses typisch herbstliche, dieses
fast melancholische, aber immer auch beunruhigende. Und das ist wirklich ganz, ganz toll eingefangen in Halloween. Und dann haben wir aber eben auch den aus der Psychiatrie ausgebrochenen Michael Myers, der ja schon in dieser Eröffnungsszene, wo man diesen kleinen Jungen hat, der seine Babysitterin umbringt, da hat man eben dieses... Ja, wir haben so diesen Boogeyman, der immer plötzlich irgendwo auftaucht, ohne dass man da jetzt irgendwie diesen großen Jumpscare draus macht. Und da ergibt sich so eine ganz paranoide Atmosphäre, wo man irgendwann die ganze Zeit guckt, ob Michael irgendwo ist. Diese ganz typischen Bilder, wo Jamie Lee Curtis ihn plötzlich draußen stehen sieht und er einfach nur stumm da steht und sie beobachtet. Das sind so diese Bilder für die Ewigkeit. Heutzutage hat man hinter jedem Moment, wo irgendetwas Böses im Horrorfilm auftaucht, noch diesen Soundeffekt, der das Ganze untermalt, eben diese typischen Jumpscares. Aber das hatte man damals nicht. Damals hat es wirklich gereicht, den Michael Myers mit seiner fiesen Maske einfach irgendwo in die Landschaft zu stellen. Und selbst wenn man ihn nur ganz klein von Weitem gesehen hat, hat es einem einen Schauer über den Rücken gejagt. Und da ist Halloween wirklich der Beweis dafür, mit was für einfachen Mitteln man dieses Gefühl von Verfolgung und Angst und wie gesagt Beklemmung und das alles wirklich hervorragend aufzubauen, ohne wirklich die großen Stilmittel zu bemühen. Und deshalb finde ich an Halloween auch tatsächlich immer die erste Stunde viel, viel interessanter und spannender als die zweite. Denn ja, irgendwann macht er nun mal Jagd auf Jamie Lee Curtis. Und dann hat man diese klassischen Killerfilm-Motive, dieses typische Verfolgen, sich im Schrank verstecken, alles Motive und Bilder, die später sehr oft wiederholt und zitiert wurden. Und da war Halloween eben der Wegbereiter. Daher für mich auch bis heute einer von diesen Filmen, die immer noch funktionieren. Und das ist an dieser Stelle einmal kurz gesagt. Ich habe viele Filme nicht mit reingenommen, weil ich sie nach heutiger Sicht entweder nicht mehr zum Horrorkino zugehörig sehe oder weil sie heute nicht mehr so funktionieren wie damals. Dazu gehört unter anderem ein Psycho, der so auch als Wegbereiter des Slasher-Kinos geht. Wenn man ihn heute sich ansieht, dann wird man nicht mehr darauf kommen, einen Psycho dem Horrorkino zuzuordnen. Das gilt auch für Alien, ist für mich immer eher Science-Fiction-Kino gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber auch so Sachen wie Dawn of the Dead beispielsweise, das sind so Sachen, die teilweise heute nicht mehr so hundertprozentig funktionieren, wie sie das damals gemacht haben. Oder wenn man Tanz der Teufel sich anguckt, die funktionieren ja wirklich eher über ihren Kultwert und nicht mehr wirklich darüber, dass sie Angst schüren. Auch ein Der weiße Hai beispielsweise funktioniert für mich heute nicht mehr über die Mechanismen, über die Horror funktionieren soll. Also diese Angst schüren, Unbehagen, Ekel, all diese negativ konnotierten Behaglichkeiten, das ist das, was Horror auslösen soll. Und viele Filme von damals haben das damals gemacht, auch mit, weil sie teilweise so die einzigen oder beziehungsweise die ersten waren, die sowas gemacht haben. Aber die gerade von mir genannten Kandidaten fallen da für mich nicht mehr so rein. Weißer Hai ist beispielsweise für mich heutzutage ein ganz klassischer Blockbuster, der so ein Action-Abenteuerfilm, der kaum heutzutage nicht mehr als Horrorfilm funktionieren würde. Seht es mir bitte nach, ich weiß, dass all diese Filme, den möchte ich ihren Klassikerstatus auch überhaupt nicht absprechen, die haben das verdient und wie sie heute in der Popkultur wahrgenommen werden, haben sie sich absolut auf eine absolut solide Weise erarbeitet, aber wie gesagt, sie funktionieren für mich nicht mehr so, wie sie vermutlich damals funktioniert haben, deshalb sind diese Filme nicht mehr dabei. Dabei ist dagegen, wie ich gerade sagte, Halloween. Und schaut ihn euch gerne immer wieder mal an, denn es ist schon wirklich spannend, wie der Film auch heutzutage noch über das funktioniert, worüber auch damals noch funktioniert hat. Und deshalb Halloween, DVD, Blu-ray und VOD. Ich glaube, bei Amazon Prime ist sogar gerade erhältlich. Also schaut da unbedingt rein, wenn ihr für das näche Halloween mal wieder Frischfleisch braucht. Auf Platz 5 habe ich nun einen Film, der so mit der Zeit eigentlich eher dafür bekannt wurde, dass er ein sehr, sehr furchtbares Remake nach sich gezogen hat. Und das Original ist hierzulande bisher nicht in deutscher Synchro erschienen und auch da nicht ganz so extrem wie die Horrorparty, aber gehört auch eher zu den unbekannteren Filmen, zumindest was die Wahrnehmung der breiten Masse angeht.
Hardcore-Horror, beziehungsweise man muss auch nicht mal Hardcore-Horror-Fan sein, einfach generell Horror-Fans und Liebhaber kennen den Film garantiert. Die Rede ist von The Wicker Man. Und The Wicker Man ist so ein bisschen meiner Wahrnehmung nach fast so der Vorreiter gewesen von einem Film wie heutzutage Midsommar beispielsweise. Eine Geschichte von einem Mann, der auf eine Insel kommt und hier das Verschwinden eines jungen Mädchens aufdecken soll. Er ist Detective und wird plötzlich mit einer Inselgemeinschaft konfrontiert, die dieses Verschwinden dieses Mädchens ja auf eine Art und Weise betrachtet, die irgendwie merkwürdig ist. Man verschließt sich, man will keine Auskunft über die Herkunft des Mädchens geben, erst recht nicht über den Verbleib. Im Gegenteil, irgendwann gibt es auch Momente, in denen man das Gefühl hat, dieses Mädchen gab es nie. Und so entspinnt sich langsam ein sehr weirder Albtraum, der als so mit einer der ersten Horrorfilme war, die auch hier auf Genremotive gesetzt haben, die durch ihren großen Kontrast zu dem, was Horror eigentlich ist, umso makabrer wirken. Es gibt teilweise durchaus lustige Momente, es gibt Musical-Einlagen, die sehr verstörend wirken in diesem ganzen Konstrukt aus Lügen und auch Gewalt in gewisser Form. Und so ergibt sich eben ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Genremotiven, die sich alle gegenseitig beeinflussen und wodurch der Film eine ganz unangenehme Atmosphäre hat. Ein Film, der zum großen Teil im Hellen spielt, auch da die Parallele zum Midsommar und die halt eben auch so dieses Thema Kult anpackt und so auf seine Grundfesten und irgendwie zu erklären versucht, wie die Grundfeste eines Kults so eine ganze Gemeinschaft beeinflussen können. Und natürlich hat Midsommar nichts Direktes mit Wicker Man zu tun, aber gerade wer vielleicht sich mit dem Horrorkino früherer Jahre und Jahrzehnte bislang nicht so auseinandergesetzt hat, sondern eher das moderne Horrorkino ihn interessiert, da hoffe ich, dass ich mit dem Vergleich zu Midsommar so ein bisschen den Anreiz schaffen kann, sich Wicker Man mal anzusehen. Denn das ist schon sehr abgedreht, was hier irgendwann passiert. Und es gibt natürlich diesen einen ikonischen Moment mit dieser Strohpuppe. Und wenn wir nicht gerade das Zitat von Nicolas Cage im Kopf haben, Not the Bees, dann hat diese Szene wirklich etwas sehr, sehr Fieses und etwas sehr Böses. Und es ist auch einer dieser Filme, die sich so unfassbar konsequent einfach zuspitzen und auch auf eine sehr, sehr langsame Art und Weise. Wir haben auch hier nicht dieses typische Böse, das sich von Anfang an eben entfesselt und auf die Szenerie legt, sondern wir fangen in einer eigentlich harmlosen Idylle an, die aber natürlich von Anfang an dadurch, dass sie nicht in den eigenen vier Wänden oder im eigenen Land oder so spielt, sondern dadurch, dass die Hauptfigur ihrer Komfortzone bereits von Anfang an entrissen ist, hat sie natürlich viel größere Einflüsse auf diese Figur und bekommt eben dieses Merkwürdige, was um sie herum passiert, gar nicht direkt mit, weil sie einfach denkt, okay, das ist ja wahrscheinlich so üblich, was einige Figuren und Personen hier machen. Und so hat man eben, oder ist es etwas schwieriger, einfach zu greifen, ab wann etwas wirklich nicht gut und böse ist, beziehungsweise fraglich ist einfach und bis wohin man sagen kann, okay, das ist eben die Tradition hier. Und das ist auch wieder eine Parallele zu Midsommar. Also da wirklich The Wicker Man, ein Film, wie gesagt, hierzulande bislang nicht mit deutscher Tonspur erschienen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil man jetzt hier kein großartig schwieriges Vokabular irgendwie zu entschlüsseln hat. Die Bilder und das, was passiert, spricht die meiste Zeit über sogar für sich. Daher kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch The Wicker Man mal anzuschauen. Ist auf DVD und Blu-ray erschienen, auf einigen VOD-Plattformen als Download erhältlich. Und es kann sein, dass es nicht mehr ganz so lange dauert, bis die deutsche Synchro dann doch auch endlich deutsche Gefilde erreicht hat. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber schaut euch The Wicker Man so oder so auf jeden Fall mal an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Denn es ist relativ schwierig, den Film irgendwie zu beschreiben. Aber das ist eben auch genau das, was ihn so unheimlich macht. Daher Wicker Man, mein Platz 5 in diesem Ranking der 10 besten Horrorklassiker. Und nun kommen wir zur nächsten Horror-Ikone. Ich habe sie gerade schon einmal angedeutet. Die Rede ist von Freddy Krueger.
und seinem Film Nightmare Mörderische Träume, beziehungsweise auch hierzulande mittlerweile vor allem bekannt als Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger, eine Figur, die in den Träumen von Jugendlichen auftaucht, und wenn er sie in ihren Träumen tötet, dann tötet er sie auch im wahren Leben. Eine ziemlich morbide Idee, denn wenn man mal überlegt, was Horrorfilme früher und auch heute noch für einen Einfluss haben, ich meine, wenn man einen wirklich gruseligen Film sieht, hat man danach erstmal 3 Tage Angst, sich in seiner dunklen Wohnung zu bewegen. Und was ist es doch für eine makabre Idee zu sagen, das Böse taucht im Traum auf. Denn während sich die Figuren in Nightmare on Elm Street eben irgendwann versuchen, nicht mehr einzuschlafen und sich konsequent wach zu halten, damit Freddy sie nicht heimsucht, kann man das als Zuschauer zu Hause natürlich auch machen. Man kann auch versuchen, sich erstmal nicht einzuschlafen. Aber es gibt irgendwann den Moment, da kann man nicht länger wach bleiben. Und das ist doch ziemlich gemein, wenn man halt da eben überlegt, was Horrorfilme bzw. was auch in Nightmare on Elm Street durchaus für einen Einfluss haben kann auf einen Zuschauer. Wobei man eben auch sagen muss, dass Freddy Krueger eben eine Horror-Ikone war und ist, die nie zu 100% über ihre Brutalität und über ihre Art, Angst zu verbreiten, sich definiert hat. Freddy Krueger war auch immer jemand, was ich eben schon gesagt habe, der immer einen Witz auf den Lippen hatte, der sehr exzentrisch einfach für eine Horror-Ikone war und der insbesondere dann in den vielen Fortsetzungen, die alle, finde ich, immer noch so ihren Reiz haben. Also es gibt Horrorfilme, gerade Freitag der 13. oder zum Teil auch Halloween, die haben so wirklich nach und nach abgebaut und man kann die vielen Nightmare-Fortsetzungen nicht mit Teil 1 vergleichen, auf keinen Fall. Aber ich finde, dass die Nightmare on Elm Street-Reihe eine Horrorreihe ist, die das konstanteste Niveau hat und wo man auch gemerkt hat, dass Regisseur Wes Craven, dass der sich immer neue Spielereien einfallen hat lassen. Und es ist nicht umsonst Wes Craven gewesen, der dann mit Scream das brachliegende Horrorkino wieder zum Leben erweckt hat. Denn diese anklingenden Meta-Humor-Spielereien und dieses Wissen darum, wie Horrorfilme funktionieren, das hat er auch in der Nightmare on Elm Street-Reihe mit den späteren Teilen anklingen lassen. Einer meiner liebsten Filme aus der Reihe immer noch Wes Cravens New Nightmare, wenn er Freddy eben in die Realität holt und aus dieser Horrorfilmlogik eben rausholt, weil er plötzlich in der Realität stattfindet. Und das ist wirklich eine interessante Art, mit dem ganzen Thema umzugehen. Ist keiner dieser unfassbar beklemmenden Horrorfilme, sondern einer, die eben wirklich Spaß machen und wo man dann auch eben, wenn man sagt, ey, man will mit ein paar Kumpels mal wieder einen Horrorfilm gucken und dabei wirklich gute Laune haben, dann ist A Nightmare on Elm Street einer, der da wirklich geeignet ist, aber, und das macht ihn halt eben so besonders, er hat eben die wirklich düsteren, unheimlichen Momente auch und ist eben keine reine Horrorkomödie. Im Gegenteil, ich würde ihn noch nicht mal als Horrorkomödie bezeichnen. Es ist schon ein reiner Horrorfilm, aber einer, der auf so eine positive Art und Weise verstört. Und das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Und auch ein Kandidat, den die Reihe nach sich gezogen hat, ist Freddy vs. Jason, wo dann tatsächlich mal zwei Horror-Ikonen aufeinander getroffen sind. Jason Voorhees aus Freitag der 13. und Freddy Krueger aus der Nightmare-Reihe. Und ist bis heute einer der Filme, wo die meisten Kills und Tötungen tatsächlich stattfanden. Und ich meine, er ist mittlerweile auch vom Index runter. Deshalb kann man sich den auch mal angucken. Eine sehr, sehr kreative Reihe, einfach die Nightmare-Reihe. Deshalb, ich nenne euch stellvertretend einfach, wie gesagt, den ersten Teil Nightmare on Elm Street. Aber auch da lohnt es sich wirklich mal, die komplette Reihe zu rewatchen. Denn was sich Wes Craven da teilweise so ausgedacht hat, das ist wirklich einmalig im Horrorfilm und daher von mir eine Empfehlung der ganzen A Nightmare on Elm Street Reihe. Auf Platz 3 habe ich nun einen Film, den ich bereits kürzlich erwähnt habe, nämlich weil ein neues oder eine Neuauflage, beziehungsweise ist es nicht so ganz klar, ob es ein Remake oder auch wie bei Halloween ein Sequel oder beides zusammen wird. Aber es kommt auf jeden Fall, hoffentlich 2021, nämlich Candyman. Und Candyman kam Anfang der 90er, ist so ein bisschen der Nachzügler bei diesen ganzen Ikonen, die ich schon mehrmals jetzt erwähnt habe. Aber ist eben auch der, der am ehesten immer unter den Tisch fällt. Und das finde ich so wahnsinnig schade, denn wir haben mit dem Candyman auch eine Figur,
die eine sehr interessante Entstehungsgeschichte hat und wie ich finde, die interessanteste all dieser Ikonen. Und deshalb finde ich es immer so schade, dass er so kaum eine Rolle spielt, obwohl er ja insbesondere das Black Horror Cinema maßgeblich geprägt hat, als einer der ersten Black Horror Heroes sozusagen, gespielt von Tony Todd. Generell, wen das Thema interessiert, den verweise ich sehr, sehr gerne auf die Dokumentation Horror Noir, die sich generell mit dem Black Horror Cinema befasst. Und da war eben Candyman einer der Vorreiter mit einer sehr, sehr makabren, fiesen Origin-Story, die der Candyman eben hinter sich hat. Und dann aber eben auch mit einer, ja, mit einer schönen Detektivgeschichte mit. Also es ist fast so ein bisschen vergleichbar mit Ring, wenn sich irgendwann die weibliche Hauptfigur daran macht, die Legende des Candyman zu entschlüsseln. Und wie das schon Naomi Watts in Ring getan hat, nur hier eben, wie gesagt, geht es nicht um ein Videoband, sondern um eine Figur, die auftaucht, wenn man sich in den Spiegel stellt und dreimal Candyman sagt. Also auch wieder so eine Urban Legend mit eingezogen. Und da hat man wirklich so von allem etwas. Und das finde ich, da ist Candyman so ein rundum sorglos Paket an Horrorfilmen einfach, der noch dazu wirklich absolut gruselig ist, der wirklich brutal auch ist. Also die Kills, die hier gezeigt werden und auch die Dinge, sag ich mal, mit denen sich der Candyman ankündigt, das ist alles schon wirklich unfassbar unheimlich. Und es gibt eine Szene in Candyman, die spielt auf einem großen Parkplatz. Und die ist, ich habe das ja eben bereits erwähnt bei Das Omen, dass es halt so Bilder gibt, die sich eben sehr lange oder für immer einbrennen bei einem. Und diese Szene in Candyman hat das eben bei mir getan. Bitte schaut euch den Film unbedingt mal an, gerade wenn ihr auch so ein bisschen mal schauen wollt, was so zwischen den typischen Dekaden einfach war. Also Candyman kam ja Anfang der 90er, kam also vor Scream und kam aber lange nachdem so Freddy, Michael Myers, Jason Voorhees, nachdem die das Slasher-Kino so totgeritten haben. Es gab ja eine ganze Dekade, die bestand eigentlich nur daraus, dass irgendwann dass wieder ein neuer Jason-Film oder ein neuer Michael-Film oder ein neuer Freddy-Film erscheint. Aber irgendwann war das Kino eben tot und Candyman ist so zwischen, ja, ist eigentlich einer der ganz, ganz wenigen Filme, die erschienen sind, als das Kino vermeintlich tot war, beziehungsweise das Horror-Kino. Und deshalb, das ist schon sehr interessant, wie der da so ein bisschen als Bindeglied funktioniert. Deshalb Candyman, DVD, Blu-ray, VOD momentan und hoffentlich dann bald ein sehr, sehr gutes Remake aus der Produktions- oder von der Produktionsfirma von Jordan Peele. Ich bin sehr gespannt, was die Regisseurin Naya de Costa, heißt sie, glaube ich, mit dieser Geschichte anstellt. Und dann sehen wir uns hoffentlich Ende des Jahres wieder. Und ich sage an dieser Stelle, was Candyman für ein toller Film geworden ist. So aber erstmal die Empfehlung für das Original auf Platz 3. Und auf Platz 2 habe ich einen Film, der bei ganz, ganz vielen wahrscheinlich auf Platz 1 ist und das auch absolut zu Recht. Das sind wirklich nur noch Nuancen, die hier darüber entscheiden, wer ist Platz 3, Platz 2, Platz 1. Man sollte dieses Ranking auch nicht so sehr in Stein meißeln. Es geht mir hier einfach wirklich nur darum, euch mal die Filme vorzustellen, die mich in meiner Wahrnehmung des Horrorkinos geprägt haben. Und da ist natürlich Shining von Stanley Kubrick ganz weit oben. Ein absolutes Meisterwerk und mit einer der bestinszenierten Filme aller Zeiten, meiner Meinung nach, nicht nur auf den Horrorfilm bezogen, sondern generell auf das Kino. Denn Stanley Kubrick war eben ein Perfektionist und Visionär mit seinen zahlreichen Filmen. Shining neben Eyes Wide Shut mit meiner liebsten Werke von ihm. Und ihm gelingt es hier wirklich auf Basis dieses ikonischen Stephen King-Romans einen absoluten Albtraum zu entspinnen. Mit einem Jack Nicholson in der Hauptrolle, der völlig frei dreht irgendwann. Und diesem Hotel, das mit seinem Teppich, mit seinen unendlich langen Gängen, mit seinen Fahrstühlen, mit seinen zahlreichen Zimmern und den ja darin befindlichen Fiesigkeiten, möchte ich es mal nennen, wirklich einfach hier einen Albtraum kreiert, der unfassbar packend ist und der es schafft. Und das schaffen ja viele Horrorfilme nicht. Und der es aber wirklich schafft, hier auf der einen Seite wirklich unfassbar spannend und fies und böse und erschreckend auch zu sein. Also Shining hat durchaus den ein oder anderen Jumpscare, aber der es eben auch schafft, eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, gerade bei modernen Horrorfilmen fällt die Geschichte dahinter immer so ein bisschen über. Und im Falle von Shining ist das eben nicht so. Und wurde weitererzählt vor 2 Jahren mit Dr. Sleep, leider nicht so stark geworden. Aber allein was The Shining für einen Einfluss auf die Popkultur hatte,
sieht man nicht nur daran, dass es auch zahlreiche Dokumentationen und Bücher mit ganz, ganz vielen Interpretationsansätzen gibt. Die Doku, ich weiß leider gerade nicht, Zimmer 297 heißt es, glaube ich. Kann ich euch auch ans Herz legen. Geht wirklich, macht teilweise sehr weirde Theorien auf, die auch definitiv wahrscheinlich nicht alle stimmen. Aber es ist einfach schon wahnsinnig spannend, was dieser Film für einen Eindruck hinterlassen hat, wenn man wirklich Bücher und Analysen noch und nöcher einfach zu dem Film im Internet findet und als Buch. Und das finde ich toll. Und wenn man auch wiederum sieht, dass ein Film wie Shining dazu in der Lage ist, ein Mainstream-Blockbuster-Actionfilm wie Ready Player One vor ein paar Jahren so maßgeblich zu prägen, beziehungsweise das Buch dazu, dann ist das schon wirklich spektakulär, wenn man halt wirklich sich nochmal vor Augen führt, was das Horrorkino eigentlich mal war, nämlich so die Schmuddelecke der unter den Filmliebhabern so gesehen. Wie gesagt, nie von den Filmemachern oder von den Leuten oder von den Liebhabern und Liebhaberinnen heraufbeschworen, sondern eher so durch die Medienrezeption. Aber da kam dann eben mit Shining ein Film, der wirklich alles bislang Dagewesene nochmal ja, auf eine neue Ebene gehoben hat, nicht nur durch das, was er gezeigt hat, sondern auch wie er es gezeigt hat. Also, wie gesagt, einer der bestinszenierten, wo man wirklich Horrorfilme, wo man wirklich den Eindruck hat, da steckt hinter jedem Detail irgendwie ein Zweck und ein Sinn und ein doppelter Boden. Und deshalb, Shining muss ich, glaube ich, niemandem mehr empfehlen. Wer das Horrorkino liebt, hat diesen Film gesehen. Und auch wer sagt, ich bin gar nicht so horroraffin, allein um mal zu schauen, wie unfassbar gut ein Film einfach inszeniert sein kann und wie fantastisch Jack Nicholson spielt, der sollte sich unbedingt Shining angucken, generell mal wieder angucken, was auch immer. Fantastischer Film von Stanley Kubrick auf Platz 2 gibt es momentan auf DVD, Blu-ray und als VOD. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann denn nach Shining noch auf Platz 1 sein? Und auch da wieder ein Kandidat, zum einen, den ich persönlich unfassbar liebe, ist einfach generell einer meiner absoluten Lieblingsfilme und vielleicht auch einer von denen, die ebenfalls eher in die zweite Reihe der Horrorklassiker gehören. Aber auch da glaube ich, wer generell mit dem Genre affin ist, der kennt den Film. Aber wer nicht, sollte ihn sich anschauen. Die Rede ist von Nicholas Roeg's Wenn die Gondeln Trauer tragen. Im Original mit dem sehr banalen Titel Don't Look Now. Und wir haben hier ein Paar, das seine Tochter verliert und um diesen Verlust zu verarbeiten, nach Venedig reist. Und hier die Bekanntschaft macht mit drei Frauen, von der die eine behauptet, sie würde in Kontakt mit der toten Tochter stehen. Und so ergibt sich eben eine Mischung aus Horrorfilm, der bisweilen etwas übernatürlich ist, und aber vor allem eben auch einem Drama über Trauer und über Verlustbewältigung. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wie sich beide Sachen gegenseitig befruchten, denn das Drama wird durch diesen Horroraspekt noch mehr verstärkt, während der Horror durch den Drama-Aspekt viel tiefer geht, als einfach nur wahllos irgendwelche Schocks zu generieren. Eine wahnsinnig beklemmende Atmosphäre, die man hier schafft, indem man ein eigentliches Urlaubsparadies, nämlich Venedig, das in den meisten Filmen sonst wirklich vor Schönheit erstrahlt und eben so dieses Urlaubsfeeling, dieses italienische Urlaubsfeeling perfekt unterstreicht, indem man Venedig eben mal nicht so einfängt, sondern die düsteren Ecken, Venedig im Regen, Venedig bei Nacht. Und das ist einfach mal wirklich toll zu sehen, wie man auch hier mit einer vermeintlich längst zu Tode gefilmten Kulisse, wenn man die einfach mal auf links dreht, was dann eben einfach geschieht. Und da ist Venedig eben als Kulisse für Wenn die Gondeln Trauer tragen ein perfektes Setting. Und die Interaktion des hier im Mittelpunkt stehenden Ehepaares, das eben versucht, sich nach dem Verlust zu stützen, aber wo sich dann beide auch nach und nach so in ihre eigenen Möglichkeiten flüchten, mit diesem Verlust umzugehen, das ist sehr spannend, weil diese dissonante Ehe oder ja, sie ist nicht so hundertprozentig dissonant, aber sie wird es immer mehr. Die Bedürfnisse der beiden Figuren driften immer weiter auseinander. Und wie auch das eben zum Bestandteil eines Horrorfilms werden kann und so auch sein ganz eigener Horrorplot sein kann, das führt Nicholas Roeg einem hier wirklich sehr gut vor Augen. Und gerade das Ende, es gibt auch hier wieder ein Bild, ein Motiv, das sich einem wirklich einbrennt. Wenn man das einmal gesehen hat, dann vergisst man das so schnell nie. Und wenn man im Nachhinein noch die ganzen Symboliken und alles überdenkt,
dann merkt man, okay, wenn die Gondeln Trauer tragen, ist wirklich einer dieser Filme, die sind sehr, sehr spannend. Aber, und das ist hier eben so, wenn man länger drüber nachdenkt, dann merkt man, was für eine tief traurige Botschaft in diesem Film steckt. Und so bleibt das eben deutlich länger im Kopf als jeder x-beliebige Horrorfilm, der einfach nur für 2 Stunden schockt, wo aber nicht wirklich eine Botschaft dahinter steckt. Und das ist hier eben, weil wenn die Gondeln Trauer tragen, so ein Film, den man sich angucken kann, wenn man sich wirklich mal wieder gruseln will, aber auch ein Film, der einem so ein bisschen was über einen selbst, über Trauer, über Verlust, über Schmerz erklärt und der da in der Lage ist, fast so ein bisschen Lebenshilfe zu geben. Und deshalb von meiner Seite aus, wenn die Gondeln Trauer tragen, der beste Horrorklassiker bzw. alte Horrorfilm in Anführungsstrichen. So, ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat, was ich euch gerade vorgestellt habe, und dass vielleicht auf der einen Seite der ein oder andere Film dabei war, den ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, aber dass ich euch auch so ein bisschen daran erinnert habe, dass es sich mal lohnen kann, auch mal wieder sich den ein oder anderen alten Horrorfilm anzuschauen, denn die haben teilweise wirklich Themen auf den Weg gebracht, die heute noch verarbeitet werden. Und es ist ja durchaus auch mal schön, sich die ganzen Vorbilder für moderne Horrorfilme anzugucken und nicht die modernen Horrorfilme. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind Kandidaten wie Scream, The Ring und so weiter und so fort? Die sind natürlich bei den besten modernen Horrorfilmen. Ich musste ja irgendwo den Break machen, habe mich entschieden, Scream als Break zu nehmen, denn Scream war so der erste Film, der auch Horrorfilme selbst referenziert hat und wo sich die Figuren im Film eben darüber bewusst waren, dass es Horrorfilme gibt. Und das war für mich tatsächlich ein ganz guter Anhaltspunkt zu sagen, okay, hier hat sich das Genre maßgeblich verändert. Auch wie gesagt, immer so diese Wiederaufbelebung des Horrorkinos. Deshalb mache ich da den Break. Also könnt ihr auf jeden Fall euch darüber freuen, dass ein Film wie Scream oder eben auch ein Film wie The Ring bei den modernen Horrorfilmen dabei ist. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat und generell, dass euch vielleicht auch dieses Konzept, das wir jetzt neu machen werden, gefällt. Deshalb würde es mich mehr denn je interessieren, was ihr denn dazu sagt und auch, welches Genre ich denn mich als nächstes annehmen soll. Denn einmal, wie gesagt, kommen noch Horrorfilme und dann, ja, was kommt eigentlich dann? Worüber habe ich hier noch nie gesprochen? Ich würde wirklich sehr, sehr gerne wissen, was soll das nächste Thema sein? Also haut in die Tasten, was interessiert euch? Welches Genre? Und ich sage direkt eins, bitte, ich weiß, dass ganz, ganz viele schreiben werden, aber ich bin da einfach noch nicht so affin drin und muss da noch viel, viel mehr gucken, um eine Top 10 zu machen. Anime geht nicht. Also schreibt nicht Anime rein, denn da kann ich momentan wirklich nur eine 5 Titel lange Liste eben von mir geben. Denn ja, da habe ich eine sehr, sehr große Bildungslücke, da stehe ich auch zu. Das muss ich gerade jetzt während Corona vielleicht dann mal nutzen, um mich da so ein bisschen fortzubilden. Also irgendwann gibt es ein Anime-Ranking, aber bitte, das bringt momentan nichts, wenn ihr Animes in die Kommentare schreibt. Aber alles andere, ja, schreibt in die Kommentare, was soll nach Horrorfilmen kommen? Ansonsten, was sind eure Top 10 der Horrorklassiker? Und was hofft ihr, was bei den modernen Horrorfilmen dabei ist? All das würde mich interessieren. Also schreibt es in die Kommentare. Und überhaupt, aktiviert diesen Kanal, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und wie gesagt, schaut gerne im Podcast vorbei. Und ansonsten mit uns in Kontakt treten könnt ihr unter den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram. Ihr kennt das Prozedere. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir ganz viele tolle weitere Horrorfilme hier besprechen werden. Macht es gut, bis dann und ja, ciao.